Grüß Gott. Grüß Gott. Hallo. Und? Geerbt, gekauft? Noch nicht geerbt. Es hängt bei meiner Mutter und es kommt aus der Familie meiner Mutter. Vermutlich hat meine Urgroßmutter 1913 einen schwerreichen Kaffeebaron geheiratet, Hermann Silken aus Baden-Baden, der dort ein riesiges Hofgut, ein Schloss oder wie auch immer man das nennen soll, bewohnt hat. Und aus der Ausstattung dieser Villa kommt es vermutlich. Und es gibt noch ein zweites ähnliches. Vom selben Maler im gleichen Format. Gleicher Rahmen, ja. Und ein ähnliches Sujet. Und Sie haben vor, das dann an Ihren Sohn weiter zu vererben, wenn Sie es geerbt haben? Ja, erstmal muss ich mich mit meinen Geschwistern auseinandersetzen. Ach so, ja. Aber naja, es soll schon in der Familie bleiben, denke ich. Also, da schon die Maßgabe, zwei Pendants nie teilen. Nicht? Drei Kinder, das, alles schwierig. Ja, mit drei wäre es ganz schwierig. 0,333 Periode. Nicht? Und Sie heißen bei uns despektierlich die Ölschinken. Es sind aber gar keine Schinken. Es sind hervorragend gemalte Bilder auf Holz, das dazu imstande war, die Malschicht zu halten, nicht zu reißen, und hat dieses Gemälde über die Zeit hinkommen lassen. Es gibt eine Zuschreibung? Vielleicht ein niederländischer Maler Finkboons, der so 16. 17. Jahrhundert auf der Schwelle gelebt hat. Das lässt sich überprüfen. Der hat tatsächlich also signierte und gesicherte Stücke sehr, sehr ähnlich gemalt. Und dieser niederländische Maler führt uns in eine ganz andere Welt, nämlich in die Antike, wo in Hügeln hinter Troja ein Hirte von dem Gott Merkur, der sich hier verbirgt, damit keine Schuld auf ihn fällt, aufgefordert wird, zu urteilen, welche von den drei Göttinnen, Aphrodite, Hera oder Pallas Athene, denn die schönste sei. Lass dich nie in diese Situation kommen. Das führt nur, dass am Schluss alle unzufrieden sind, dass Krieg ausbricht, Streit vorher sich entzündet und am Schluss die Stadt nicht mehr steht, weil Troja abgebrannt wurde. Und hier sehen wir nackt den Hirten Paris, dann die bekleidete Hera, Aphrodite und mit Helm Pallas Athene. Und es bahnt sich dieser Schiedsspruch an. Er hält in seiner Rechten einen goldenen Apfel, der er dann der Schönsten reicht. Die erste Misswahl, um es verständlich zu machen. Und das Gemälde ist in allen Teilen wunderbar erhalten, gut gemalt. Es wurde mal gereinigt vor ein paar Jahren. Gott sei Dank. Mhm. Weil damit auch dieses Grün wieder sichtbar war und diese bewusst intendierte Farbigkeit. Ich wäre vorsichtig mit der Zuschreibung. Finkboons, Umkreis. Mhm. Nicht? Also, weil der hat eine große Werkstatt. Und das sind typische schöne Bilder für Schloss. Ausstattung. Genau, das war auch meine Frage, wo hing sowas, auch zur Entstehungszeit. Genau, aber Finkboons ist eben ein, mag diese manieristische Landschaften, wo das Auge so wie gegabelt in zwei Richtungen gleichzeitig geführt wird. Sehen Sie da runter und da runter. Und so. Das war eine Spezialität der Landschaftsmaler der Niederlande so um 1600. Also, so im frühen 17. Jahrhundert entstanden. Das ist etwas Seltenes, gerade wenn es sich um ein authentisches Gemälde handelt. Mhm. Zuschreibungsfragen sind auch immer dadurch erschwert, dass wir immer von dem Maler selbst denken. Mhm. Aber Maler in dieser Zeit waren Werkstattinhaber, umgeben von vielen Untermeistern, Gesellen, Lehrlingen, die alle Teil an der Fertigung eines solchen Kunstwerks hatten. Und deswegen muss man das auch alles mit einem Körnchen Salz betrachten, weil es da im Produktionsprozess einbeschrieben Unschärfen gibt, die man dann durchaus ertragen muss. Ja, ich denke, als Paar
wäre das schon um die 15 bis 20.000 wert. Also wenn es, ich hoffe, es bleibt in der Familie, nicht? Aber man sollte es nicht so wie ein Freund, ein Londoner Freund, also der musste ein Bild, ein sehr wertvolles Bild teilen mit seiner Schwester. Und die haben es jemals ein halbes Jahr gehabt, einmal Cambridge und einmal London. Und bei der vorletzten Transport, die haben eine Transportfirma beauftragt, ist die Tür hinten aufgeflogen und das Bild landete auf der M4, unweit vom Flughafen. Aber der Nächste, Gott sei Dank, jemand hat es gesehen, hielt an, hat es ins Auto genommen und gerettet. Also, nicht teilen, ja. Zusammenhalten die beiden Pendants, ja, auf jeden und Fall. Viel Freude damit. Dankeschön, herzlichen Dank.